Hallo, in diesem Video werden wir über den aktualisierten Microsoft Edge Browser sprechen, ob es wirklich so gut ist. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der Browser ist seit langem eines der wichtigsten Programme auf dem PC. Da wir mit dem weltweiten Netzwerk einsteigen, die neuesten Nachrichten lesen, online einkaufen, soziale Netzwerke nutzen und vieles mehr können. Für all diese Zwecke verlassen wir uns auf dieses Tool und verwenden es seit Jahren. Aber wenn früher die Auswahl an Browsern nicht großartig war, dann gibt es im Moment bereits eine große Auswahl. In diesem Video zeige ich euch, was der neue Microsoft Edge Browser auf der Chromium Engine basiert. Wir verstehen die Funktionen des neuen Produkts, sehen, welche Funktionen es bietet und ob es wirklich so gut ist, dass es einen Ersatz für Ihren üblichen Browser darstellt. Wie Sie sehen können, hat der aktualisierte Edge ein neues Logo erhalten. Sie können den aktualisierten Browser von der offiziellen Microsoft-Webseite herunterladen. Durch Öffnen der alten Edge wird automatisch die Seite zum Herunterladen eines neuen Programms geladen. Sie müssen nur auf diese Schaltfläche klicken. Wie Sie sehen können, steht Dutzende von Browsern für Windows 8, 7, Mac OS, iOS und Android zur Verfügung. Es wird auch in mehr als 90 Sprachen unterstützt und ist auf Mobilgeräten verfügbar. In Windows 10 erhalten Benutzer diesen Browser zusammen mit dem Update. In der neuesten Windows-Version erhielten Benutzer diese Webbrowser zusammen mit dem Update. Welche Eigenschaften hat er? Das erste und wichtigste Merkmal von Chromium-based Edge ist die enge Integration in die Online-Dienste von Microsoft. Standardmäßig ist der Browser mit Autorisierungstool im Microsoft-Konto und der Synchronisierung von Benutzerdaten auf verschiedenen Geräten sowie mit Unterstützung für die Bing-Suchmaschine, die Dienste des Microsoft News Informationsportals, Microsoft Translator und andere Dienste ausgestattet. Darüber hinaus ist die Bindung an Microsoft-Dienste in den meisten Fällen anpassbar und Sie können die Unterstützung einiger dieser Dienste ablehnen, wenn Sie dies wünschen. Ein weiterer Stolz der Entwickler ist die Möglichkeit, die Seiteneinstellungen mit einer neuen Registerkarte zu personalisieren. In den Browser-Einstellungen können Sie das Layout, das Design und den Inhalt der neuen Registerkarte auswählen, Hintergrundbilder deaktivieren, Nachrichten anzeigen und Quicklinks blockieren. Besonders als Augenblick wird auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz der Benutzer bei der Arbeit im Web gelegt. Zusätzlich zum Anti-Phishing und anderen Schutzmodul für schädliche Ressourcen, das vom klassischen Edge namens Smart Screen stammt, wurde im aktualisierten Browser ein aktualisiertes Anti-Tracking-System angezeigt. Die neue Funktion ist standardmäßig aktiviert und verfügt über drei Einstellungsebenen. Sie blockiert verschiedene Web-Tracker und Skripte, die von Werbe- und Analyseagenten zur Überwachung von Benutzeraktionen im Internet verwendet werden. Es kann für alle Sites aktiviert oder für einzelne Sites deaktiviert werden. Die Stärke des neuen Edge liegt in der Möglichkeit, Erweiterungen aus dem Microsoft Edge Add-ons Store mit einer hoch beschriebenen Auswahl an AdSwan und aus dem Chrome Web Store mit tausenden nützlicher Anwendungen zu installieren. Und es kann sich nur freuen. Es gibt viele andere interessante Innovationen im neuen Edge. Dazu gehören Unterstützung für Azure Active Directory Streaming von 4K-Videos, Handschrift in PDF,
Synchronisation von Webseiten und das Vorhandensein eines dunklen Browser-Themas. Und jetzt detaillierter über seine nützlichen Funktionen. Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, eine neue Registerkarte einzurichten. Es gibt drei Optionen für inspirierend, informativ und konzentriert Sammlungen. Mit Sammlungen können Sie auf einfache Weise Informationen von verschiedenen Websites sammeln, organisieren und in verschiedenen Dateien exportieren oder zu Ihrer Recherche zurückkehren und dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Jetzt kann es schwierig sein, insbesondere wenn es um die Masse verschiedener Standorte und mehrere Geräte geht. Wenn Sie auf die Schaltfläche Sammlungen klicken, wird rechts im Browser ein Fenster geöffnet, in dem Sie Websites, Text und Bilder einfach ziehen und gruppieren können. Sie müssen keine weiteren Seiten oder Anwendungen öffnen. Sie können diese Sammlungen dann an Word oder Excel senden. Sie können es auch freigeben, indem Sie es in Outlook oder einen anderen E-Mail-Dienst kopieren. Vertikale Registerkarten. Wenn Sie beim Besuch vieler Websites das Internet aktiv nutzen und ständig Dutzende von Registerkarten geöffnet haben, ist es schwierig herauszufinden, um welche es sich handelt. Edge bietet eine praktische Funktion für vertikale Registerkarten. Mit Hilfe dessen können Sie leicht die richtige finden und die seitlichen Registerkarten mit einem Klick verwenden. Eine der wichtigsten Funktionen dieses Browsers ist die Tracking-Sperre, die den Datenschutz und die Privatsphäre der Benutzer bei der Arbeit im Web gewährleistet. Dies ist eine neue Erweiterung des integrierten Smart Screen Sicherheitsmodus. In den Einstellungen können Sie eine von drei Einstellungen auswählen: Basic, Balanced oder Strict. Abhängig davon passt Microsoft Edge an, was blockiert werden soll. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und mit ihrer Hilfe wird es einfacher zu erkennen und zu verwalten, wer sie online verfolgt. Sie können auswählen, welche Tracker blockiert werden sollen. Private Registerkarte. Wenn Sie den Chrome-Browser verwendet haben, ist Ihnen diese Funktion bekannt. Beim Surfen durch Öffnen eines Tabs im Privatmodus ist der Suchverlauf nicht an Ihr Konto gebunden und am dem Ende der Sitzung werden der Browserverlauf, Cookies und Seitendaten automatisch gelöscht. Viele Benutzer nutzen Online-Kinos. Edge ist der einzige Windows-Browser, der Netflix in 4K ansieht und unterstützt Dolby Audio und Dolby Version. Darüber hinaus wurden im Browser eine praktische Funktion angezeigt, mit der Sie einen Link zur Taskleiste aufheften können. Sie müssen nur die gewünschte Seite im Browser öffnen, auf drei Punkte klicken und Pin in der Taskleiste auswählen. Eine Verknüpfung wird sofort im Bedienfeld angezeigt. Dank der integrierten PDF-Unterstützung können Sie PDF-Dateien direkt in Ihrem Browser anzeigen und freigeben. Jeder kann den neuen Microsoft Edge herunterladen. Wenn Sie es im neuen Betriebssystem-Update nicht erhalten haben, lasse ich den Download-Link in der Beschreibung unter dem Video. Was kann man anschließend über den Browser sagen? Tatsächlich ist er derselbe wie jeder andere, nicht besser und nicht schlechter. Ja, es besteht ein gewisses Interesse an dem neuen Produkt, insbesondere für diejenigen, die den klassischen Edge verwendet haben. Wenn Sie zu dieser Nummer gehören, ist es für Sie besonders sinnvoll, eine aktualisierte Version des Browsers zu installieren, da dies offensichtlich die
Arbeitsgeschwindigkeit im Netzwerk erhöht. Für andere Benutzer ist es wahrscheinlich, dass der übliche Browser ersetzt wird. Und das ist alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch und tschüss.